Ja, besonders in Erinnerung geblieben ist mir von der Hochwasserkatastrophe 2021 die extreme Geschwindigkeit, mit der das Wasser auch hier in Lüdenscheid, insbesondere unten im Volmetal angekommen ist. Zu Beginn war hier in Lüdenscheid kaum ein Einsatz zu verzeichnen. Wir sind da eher überörtlich gefahren und dann ging das tatsächlich mittags Schlag auf Schlag los. Da beginnt mit dem Schloss Neuenhof, wo wir die ersten Einsatzmaßnahmen durchführen mussten und ja, fast alle Einsatzkräfte dort erstmal hinberufen haben. Und dann ging es entsprechend Schlag auf Schlag weiter und insbesondere in dem Bereich Brücke sind wir dann sehr stark tätig geworden. Besonders brenzlig während der gesamten Einsatzlagen im letzten Jahr war der Gastank, der sich abströmenderweise über die Volme durch Brücke bewegt hat und an einer Brücke hängen geblieben ist. Da herrschte zu einer gewissen Zeit erhöhte Explosionsgefahr. Teilweise konnten die Einsatzkräfte über die Brücke nicht zu den gegenüberliegenden Häusern, um diese zu evakuieren. Aber das haben wir dann relativ schnell auch in den Griff bekommen. Ja, die Tage während des Hochwassers im letzten Jahr waren sehr arbeits- und aber auch zeitintensiv. Am 14. mittags kamen die ersten Einsätze in Lüdenscheid an und die Einsatzkräfte waren teilweise über 20 Stunden im Einsatz, hatten zwischendurch auch nur die Möglichkeit, einmal ganz kurz Getränke oder was zu essen zu sich zu nehmen, mal vielleicht 10 Minuten die Füße hochzulegen und dann ging es gleich weiter. Deswegen auch ganz großer Dank an diejenigen, die da so lange durchgehalten haben und teilweise bis in den Tag des 15. Juli hinein durchgeackert haben. Diese Dauerbelastung war tatsächlich auch nur durch hohes Engagement, aber auch durch die gegenseitige Rücksichtnahme von Einsatzkräften und Führungskräften möglich. Ja, für mich persönlich war das im letzten Jahr auch eine besondere Herausforderung, da ich ja zu dem Zeitpunkt erst 3,5 Monate bei der Feuerwehr Lüdenscheid als Feuerwehrchef tätig war und in der Zeit natürlich mich eher auf andere Dinge erstmal konzentriert habe, wie Menschen kennenlernen, wie Einsatzkräfte kennenlernen, als mich auf so eine große Einsatzlage vorzubereiten. Gerade was solche Einsatzlagen angeht, ist es natürlich immer wichtig, alle Einsatzkonzepte zu kennen und das war dann die entsprechende Herausforderung dahinter. Aber ich muss dazu sagen, meine Führungskräfte, aber auch die Einsatzkräfte haben mich da auch sehr gut durch den Einsatz getragen. Zusätzlich belastend für Feuerwehrleute war im letzten Jahr auch, dass wir nicht zur gleichen Zeit jedem helfen konnten. Da gab es tatsächlich auch zu einer Zeit mehr Anrufer, als wir Einsatzlagen abarbeiten konnten. Das hat uns dann dazu bewogen, noch kurzfristig einige Pumpen zu besorgen, sodass wir wenigstens ein paar Pumpen haben abgeben können. Die haben wir dort dann vor Ort aufgebaut, sodass die Keller dann leer gepumpt werden konnten. Wir mussten uns in den Einsatzlagen dann halt um entsprechende Prioritäten kümmern, nämlich bettlägerige Personen oder Personenrettung an sich, Personen, die im Fahrzeug eingeschlossen waren, die mussten natürlich zuerst gerettet werden. Ja, sehr positiv zu erwähnen ist die gegenseitige Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung, die wir im letzten Jahr auch als Feuerwehr erleben konnten. Sowohl untereinander haben sich die Bürgerinnen und Bürger geholfen, aber auch uns gegenüber der Feuerwehr wurde sehr große Hilfsbereitschaft geäußert, indem man uns mit Kaffee oder mit Kuchen oder mit anderen Dingen versorgt hat, damit wir unsere Einsätze weiter abfahren können. Zusätzlich positiv zu erwähnen ist die Zusammenarbeit auch mit den anderen Hilfsorganisationen, mit der Polizei und mit dem THW, die uns sehr stark hier in Lüdenscheid unterstützt haben, ohne die wir in der Schnelligkeit die Einsätze nicht so hätten abarbeiten können. Deswegen da auch ganz großes Lob an die Einsatzkräfte der anderen Hilfsorganisationen. Es macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Leider konnten nicht alle Feuerwehren im Märkischen Kreis ihre Einsatzkräfte gesund nach Hause bringen. In zwei Nachbarstädten, in der Werdohl und in Altena, sind leider zwei Einsatzkräfte verstorben. Als wir davon erfahren haben, war es so, dass ich den Krisenstab vom Märkischen Kreis in der Leitung hatte, bin kurz aus dem Raum rausgegangen, aus unserer Feuerwehreinsatzleitung und als ich das dann im Stab mitgeteilt habe, war tatsächlich für eine gefühlte Minute Ruhe. Die Betroffenheit war da, mit Händen zu greifen. Ja, auch wir als Feuerwehr lernen aus solchen Großeinsatzlagen dazu und machen uns Gedanken, wie man zukünftig die entsprechenden Ereignisse besser abarbeiten kann. Wir haben bereits an weiteren Konzepten gearbeitet, um die Einsatzführung, um aber auch direkt vor Ort die Einsatzlagen besser bewältigen zu können. Ja, gerade solche großen Einsatzlagen zeigen, wie wichtig das Ehrenamt ist und wie wichtig dieser Zusammenhalt innerhalb des Ehrenamtes ist. Ja, wir sind grundsätzlich personell sehr gut aufgestellt. Allerdings freuen wir uns natürlich immer über weiteres Personal, das im Ehrenamt bei uns bei der Freiwilligen Feuerwehr mitwirken möchte.